Ja, hallo, willkommen. Mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Dragon Ball Xenoverse. Die Muten Roshi Stellung oder Jackie Chun. Sehr schön. In der letzten Folge haben wir die Story ein bisschen vorangetrieben und wir machen jetzt weiter damit. Weil ich will die Buu-Saga irgendwie schnell wie möglich erledigen. Was heißt jetzt schnell wie möglich, aber ja, warum noch nicht, ne? Ja. Willkommen zurück. Den Mika greife ich jetzt direkt an. Möchtest du auf eine weitere Zeitpatrouille gehen? Ja. Ich habe übrigens ein paar DLCs jetzt runtergeladen, und zwar die kostenlos waren bis jetzt. Und zwar die Resurrection of F Klamotten. Ich kann also in Son Gokus und Vegetas Klamotten schlüpfen und eine Super Saiyajin Gott Super Saiyajin Perücke tragen von Son Goku. Aber lass mal das, ne? Aber wir sind direkt hier, sehr gut. Oh. Da gab's ja auch noch, stimmt. Majin Buu ist hier. Reduziere Super Boost Gesundheit auf ein bestimmtes Maß. Jemand, der die Story natürlich nicht kennt, denkt sich jetzt auf einmal, warum ist der denn dünn? Aber egal. Und Piccolo ist weg. Levelmäßig hat sich jetzt hier nichts geändert. Bah, ich wollte gerade deine mit Kick einsetzen. Erstmal auf die Fusion. Ganz so ist das aber nicht abgelaufen. Ja. Das so klappt. Normal und Super Saiyan Format hat ja keine Chance gegen den. Friss das! Verwandeln sie einfach Wert ab oder auch nicht. Meine Ausdauer geht dadurch runter, oder was? Friss das! Burnt! Und den hier! Ich hab schon wieder so ein Déjà-vu. Oh, der hat sich in Super Saiyan schon verwandelt. Wann das denn? Ach, dieser Raketenangriff. Ich weiß. Aber Level up. Muss auch Dynamite Kick oft einsetzen, fällt mir gerade ein. Lass mal aufleveln wieder. Am besten irgendwie, wenn wir die Story so ein bisschen schnell erledigen, weil dann können wir mehr Klamotten kaufen, mehr Charaktere freischalten und all so was, damit wir das alles schon mal hinter uns haben. Dann gucken wir einfach mal, was so Dingens machen. Parallel questmäßig. So, wir tun vielleicht mal Skill erhöhen. Machen wir Skill erstmal hoch. Alter! Möchtest du auf eine weitere Zeitpatrouille gehen? Ja. Bitte sei vorsichtig. Ja. Also Level scheint doch einen Unterschied zu machen. Das ging recht schnell. Aber ja, nur ein kurzer Kampf. War ja nur ein Kampf eigentlich. Überlebe Majin Buu Salve. Ist überhaupt nicht. Wieso bin ich zu ihm gesprungen? Ja.
Was? Wie ist das daneben? Ja? Oh, was? Der hat von hinten angegriffen. Ich kriege. Oh, Meister und Schüler. Ehemaliger Schüler und ehemaliger Meister. Oh. Oh, komm her. Was ist denn da? Ah. Oh nein. Komm mal her. Oh, da kannst du eine ganze Kombo machen von. Ich muss mich kurz aufladen. Was macht der da immer? Bist du nicht? Das bringt's überhaupt nicht. Ey. Oh, lass mich doch mal damit treffen. Den kompletten Ding. Ha, zu weit. Ey. Ey, was der hier für Angriff hat. Oh, was ist das erstmal? Piccolo schafft das schon, oder? Aber das ist ja nur der Kampf. Wahrscheinlich müssen wir warten, bis von Gohan auftaucht. Warte. Wie kannst du es machen? Friss das! Wo hast du hingezielt? Boah, der macht mich echt fertig. Ja, okay, ist halt mal Jimbo, ne? Der ist halt kein Zuckerschlecken. Piccolo. Aber knapp, Piccolo. Komm, wie gesagt, gleich weg. Jawohl. Heißt auch Gohan, na? Nein, ich will dich töten. Wahrscheinlich die epischste Variante von Son Gohan. Obwohl ich finde die Super Saiyan 2 Version für ein Zeltspiel irgendwie besser. Ja gut. Jetzt das ja noch. Wo zielst du hin? Sehr gut. Ich bin ein Super Saiyan. Was, jetzt schon? Oh Mann, jetzt schon. Wohl Kid Buu ist ja eigentlich nicht so stark dann. Hilfe.
Hey. War sehr gut. Kid Buu ist eigentlich nicht stärker als Super Buu. Kann er ja eigentlich nicht. So. Weil Kid Buu ist ja entstanden, nachdem Vegeta und Son Goku die ganzen absorbierten Leute aus ihm entfernt haben. Also kann er ja theoretisch nicht stärker sein als Super Buu, nachdem er, ja, Spoiler, die Gotenks und Son Gohan absorbiert hat. Ja, kann er eigentlich nicht. Er ist halt nur ein bisschen gewalttätiger als der Super Buu. Das ist alles. Ich treffe damit nie. Muss ja richtig gut abstimmen. Und ich auch. Verdammt. Ja, dann haben ja einige Kämpfe hier übersprungen, oder was? Wird denn hier mit Vegetto gegen Super Buu? Kann man ja sehen. Mal gucken, wie es weitergeht. Ich finde es ein bisschen blöd, wenn die jetzt direkt zu Son Goku und Vegetas Kampf gegen ihn schalten. Aber es ist ja nur eine Was-wäre-wenn-Story, also. Halt. So sollte halt eigentlich nicht passieren. Ja. Und die haben den Kampf eiskalt übersprungen. Oh Mann. Warum? Er war einer der besten Kämpfe in der Serie, hallo? Aha. Kein Vegetto in diesem Spiel. Das ist auch kacke. Den stärksten Charakter in Dragon Ball Z nicht in das Spiel reinpacken. Nochmal getroffen. Weg damit. Sehr schön. Spam aber auch hier Ultimates wie blöd, ne? Er fühlt mich ja irgendwie nicht so unfair beim Zocken. Also ich dachte ich nicht. Und zack! Los, rot, blau, grün. Friss, nein. Kakarotto. Sama, immer mal den Namen des Tios. Der Kampf ist gleich vorbei. Jetzt brauchst du auch nicht mehr mit der Rede anfangen. Tio, Namekse, no Dragon Ball, der Katzdeckel. Tamani, was Tio, no Yasranimo, Sekini, no Torasse, der Arunda. Die Rede kam ein bisschen spät. Er war schon tot. Ja, super.
Was ist das denn für ein Cut gewesen jetzt? Ja, natürlich hören die aber nicht. Weil ich voll assi fand. Das war aber auch unfair. Weißt du, der Kampf beginnt und er ballert direkt sein Ultimate auf den. Also, klar, dass ich das nicht mehr schaffe. Was ist das denn? Jedes Mal verliere ich durch so einen Dreck. Was soll ich denn dagegen machen? Der war schon so gut wie tot nach der Ultimate. Hallo? Was hätte ich denn dagegen noch machen sollen? Ich muss jetzt wahrscheinlich den ganzen Kampf nochmal neu machen, ne? Was? Ich darf... Okay, ich wollte schon sagen. Das war jetzt unfair, ganz ehrlich. Verarschen kann ich mich auch. Autsch. Das ballert leicht nicht schon wieder deine Ultimate auf den, ehrlich. Ah, Vegeta. Ja gut, er hat seinen Final Flash auf ihn. Ich kann auch meine Ultimate auf euch ballern, ne? Guck mal, ja. Für mir so ich dir, ne? Ach ja, das war aber ein bisschen blöd gerade. Kakaroko. Ich froh, dass die Final Flash und Super Kamehamehas auf meine Seite sind. Jetzt macht er das. Okay. War ich vorhin schneller? Oh, danke. Ist nett von dir, hat er nicht direkt wieder seine Ultimate. Ich kann ruhig ziehen, ich kann das ab. Mixer. Was ist das? Ja, hier geblieben. Der wird einfach ab. Ja, warum wohl? Du wolltest ja den Planet mal erledigen. In der Bussage wolltest du auch die Menschheit wieder töten. Weil die dumm sind. Nein! Boah, ey, das ist doch scheiße! Oh, das ist scheiße gemacht. Ey, die können ihn doch nicht so stark machen, dass eine Ultimate Son Goku weghaut.
Dieses Kack-Babysitten immer. Das geht mir so auf die Nerven. Ja, ist gut. Ich kann wieder von dir mal, ich weiß. Leck mich. Ah. Geh weg von Son Goku. Die KP gehen über, habe ich gemerkt. Ah. Was ist das? Naja. Du seine Ultimate gerne spam, kann ich auch. Mein Gott. Wow, Vegeta. Das habe ich gesehen. Möchte nicht schon erledigen, bevor wir in die nächste Phase gehen. Genau, setzt die Genki-Dama ein. Das Ding hat nie funktioniert. Außer komischerweise in diesem Kampf. Nein! Ja, geil! Super. Super, Son Goku ist gleich wieder weg. Warte, ich lasse keine Sekunde aus den Augen. Kannst du mal glauben. Nein, was ist das? Nein, nicht wieder dein. Mach nur wieder eine gezielte, nein, nicht daran. Mach nur wieder eine gut gezielte Todesballattacke einsetzen und wir sind weg. Alter. Kamehameha in your face. Oh, sehr gut. Zwei Gespräche voll übersprungen, aber ist mir sowas von egal gerade. Das war wieder Kacke. Die Stimme. So hat sich, glaube ich, nicht angehört im Japanischen. Watta. Thema turi agatte. Yatta no ka? Yatta nda na? Chikyuu no shogun, osoroshii majin buu wa
たった今死んだ! Die Straßen sind alle leer. Ja, gibt es ja auch noch. すげえやつだったな。今度は1対1で勝ってみせる。いや、お二人ともお疲れ様でした。そうそう。あんたもよく頑張って。ん?あり?ん?Oh Mann. Hier bin ich zum Feiern doch da. Ich will auch Best Buddies mit Son Goku und Vegeta sein. すごい。本当にすごいですよ。あの魔人ブーを倒してしまうなんて。でも恐ろしいのは、ブーさえも利用するドミグラの魔術よ。時の海王神様、ドミグラとは何者なんでしょうか?7500万年前に私と戦った悪の魔術師よ。奴は自ら魔人を名乗り、 時々と時の巣を我がものにして、自分の望み通りの世界を作ろうとしたの。時間を思いのままに操るということですか?その時に、時の狭間に閉じ込められたんだけど、そこでずっとパワーを貯めていたみたいね。パワーを?7500万年も? あ、だっつ。 今、私のこと7500万歳以上なんだって思ったでしょ。え?え?いえ、思ってませんよ。だって実際は良かった。実年齢なんて関係ないんだから。私よく年の割に若く見えるって言われるし。そうですか。あの時の海王神様、俺たちはこれからどうすればいいでしょうか? 奴は危険すぎるわ。絶対に外に出すわけにはいかない。歴史の改変を食い止め、時の狭間から出さないようにするのよ。わかりました。過去も未来も魔人の好きにさせるわけにはいきませんからね。Das bedeutet für uns jetzt? もう少し。もう少しだ。Okay. Diese Szene wird wahrscheinlich später wichtig. Keine Ahnung. Ja. Kampf ums Universum. Ja. Also okay, Schriftzahlen sind alles sind okay und alles ist gut. Aber mir kommt so viel, mir kommt es viel zu ruhig vor, das ist verdächtig. Ja. Mittlerweile gibt es ja schon wieder neue Bösewichte. Oh, Level 52, ich kann Level ab. Würde ich sagen, ich beende Part hier und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play. Dragon Ball Xenoverse. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.